außerhalb die Effekte für die Rückzugreisprobe für Zuschauer unter 16 Jahren ist dieses Video nicht geeignet. Von daher starten wir weiter in unsere Kampagne und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, wo wir letztes Mal stehen. Oh shit, das kann nicht lustig werden. Arschgesicht, die Bullen sind da! Was? Schnell, geh rein! Schwert ab! Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze! Ah! Los, in das Restaurant! Schnell! Wir müssen das Schild hochheben! Komm ins Buca de Frau Concini. Okay. Ich erinnere mich. Fick das, Halbkick! Es ist Zeit für den Zuckerzorn! Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Oh Gott, das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott, mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Irgendwie traurig. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Alles cool bei euch? Gut. Weiter so. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Drücken Hunger, um den Eschigito zu essen. Okay, anscheinend... erlernen wir eine neue Superkraft, das ist schon mal super, und können eventuell verstorbene Feinde zurückholen. Das wäre sehr nice. Geschweige die Zeit zurückdrehen und drücke T, okay. Und das merken wir doch. Dann mal, let's go. Ich lebe? Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Claffy. Gut, Freunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Wie bei der Matrix. Und ich hab gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden. Weißt du, wenn du mich fragst, wollen die nur ihren Kummer ertränken.
machen sich drüber lustig hier, dass Leute sich ab und zu mal einen trinken. Hauptsache selber da am Sitzen und dann ein bisschen die Vögel. Tja, was soll man dazu sagen? Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme in ihren Beziehungen. Wahrscheinlich dröhnen die sich zu, weil sie sich von ihrem Partner eingeengt fühlen. Das muss schrecklich sein. Ist jemand an der Tageskarte interessiert? Nein? Okay. Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Kommen Sie bei mir hin. Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Verbündeter freigeschaltet. In aller Ahnung wollen wir die Küche doch mal besuchen. Unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Typen sehen gefährlich aus, Sidekick. Vielleicht können wir irgendwie Chancengleichheit schaffen. Hey! Hey, ist jemand in meine Küche? Bäh, Komfortabel. Besiege die Küche. Du Waage, meine Restaurante zu behandeln wie billige Trattoria! Okay, die echten Helden sind jetzt da. Ja, die echten Superhelden eilen zur Rettung! Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben. Oh, cool. Ja. Ich glaub, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Jetzt wird gesemmelt und gebröselt. Das hört sich ziemlich übel an. Du kannst den Zeitpunkt wirklich nutzen, um die Rinde des Gegners zu überspringen. Drück hier und hier die Zeitpunktsteuerung anzuhören. Glitsche die Zeit und hebe den Zug deines Gegners. Na klar, dann wollen wir doch mal gucken. Verkackt! Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Das sollte dein Kollagen zerlegen. Ich röste dich richtig durch. Getan. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama! Chin Chin! Alla vita! Hier geht's gleich heiß her! Oh ja, das kannst du dir auch sagen. Pew, pew. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen! Für eine Arschküche. Wunderarsch haut alles raus! Der Kuhn wird euch Gerechtigkeit lehren. Was? Wir machen nur die Pasta und die Scaloppini? Ja, das ist ein guter Bluter. Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Das nennt man Weichklopfen. Vielleicht seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Stillhalten! Willst du noch ein Creme Fraiche Bukake dazu? Ekelhaft! Ich stelle ungern bei der Pizza-Party. Frischbukake ganz gern behalten. Zucker!
Dafür spielst du einen Haufen Töpfe und Pfannen. Aus dir, ich mache eine richtig saftige Bracciola. Oh, mia Mama, ich mich fühle wie eine Lamm in die Schlachthof. Action! Das tat gut. Zeig ihnen, was du drauf hast. Ich weiß, ist so lustig, man nur einfach für Shady da drauf kommt. Ich mach Filet aus dir. Ich dipp meine Eier in deine Soße. Nein, nicht! Nicht mein Ragout! Okay. Okay. Na dann, wollen wir doch mal schauen, was der gute alte Partner ans Ruf drauf hat. Von daher. Okay. Diese Küche ist eine Katastrophe. Wenn ich noch kriege, was ab! Ihr müsst alle spülen! Scheiße, ich blute alles voll! Obwohl die Kratzen. Man nennt mich auch den Pfannenschänder! Captain Diabetes ist kampfbereit! Ja! Oh wow, habt ihr das gesehen, Leute? Ja, Captain, haben wir! Vino, rette Leben! Bereit machen für fieses Blinzeln. Piu, piu! Piu, piu! Schluck deinen heißen Strahl! Alter, Alter. Komm mal. Aufgepasst, Neuer! Das wird richtig sexy! Könnte brennen. Mache das nochmal, denn ich dich mache platt wie eine Pianine. Wir haben dir echt die Streben verbogen, Human Kite. Ich strebe immer noch, keine Sorge. Ich bin dran. Meine Körper ist es so heilig wie Altar von San Giuseppe. Gleich bist du nur noch eine weitere Fleck auf meine Schürze. Echse und Hoppe. Ich bin drin. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Danke. Platz für den Huhn. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Kratzer. Streng dich mal an, Alter. Diabetes-Time. Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Du wirst gleich quietschen wie abgestochene Sau. Fühlt den Zorn von Human Kite! Stehst bereit, hier kommt Kite! Zeig uns, was du drauf hast! Nice, ultimativ Angriff von daher, let's go. Jetzt, hier ist noch die dicke Leute hier. Gründliches Fisting. Und aus dem Weg, Kuhn-Freunde, Daddy ist da. Hier kommt der Kuhn. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden.
Dann mal los! Zuckerschock! Seht ihr, Captain Diabetes ist cool! Aus dir, ich mache Hackfleisch für Cannelloni! Nicht übel, aber Diabetes ist zäh! Langsam wird's kalt, sich zu ergeben! Hier! Auf sie, Wunderarsch! Dramatischer Kuhnruf. Ja! Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes! Diabetes nie geheilt. Come on, ich zerschmettere Kopf! Der hat vielleicht Nerven. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Wohl bekommst. Ich fühle mich wie neu geboren. Schurken, zittert vor Kuhn and Friends. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Die Pflicht ruft! Ja! Die nächste Runde Saft geht auf mich, Captain! Okay, die Lösung haben wir nicht geguckt. Verkackt! Zeit, bin ich auf dem Schlau geworden. Okay, bis später. Wir kümmern uns mal um echten Superheldenkram. Und ich möchte gerne zwei Sterne kochen, der nicht mal Spaghetti kochen kann. Die haben mal ins Glas gebissen. Und daher mal schauen, was noch so toll ist. Da! Die Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn and Friends nicht gewachsen. Lassie muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Wir müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft umschmeißen. Moment, ich hab's. Deine Fürze, deine grauenhaften Fürze bringen mich zur Weißglut. Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zur Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Okay, ja, den untersuchen wir uns mal das Zeug. Nicht so schüchtern. Ein Objekt mit einem Sinnsockel zu finden und halte dann gedrückt, um es zu analysieren. Wie soll ich mich hinstellen? Okay, kannst du ihn raushauen? Oh Gott. Es hat geklappt! Wir haben es geschafft! Der Weg ist frei! Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Die nennt man auch dickfett in vielen Geschiffen.
Bimbam, was ist das? Oh, Mann. Das müssen wir den anderen berichten. Kuhn! Ja, Captain Diabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden, einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind ja auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Wir sind so nah dran, ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick! Okay, die vermissten Katzen haben wir also wieder gefunden. Wir müssen nur noch herausfinden, wer der Übeltäter gewesen ist. Um den zur Rechenschaft ziehen, alle Objekte und Lebewesen mit statistischen Rauschen können zu ihrem vorherigen Zustand zurückgesetzt werden. Drücke die, um die Zeitfortsteuerung anzuzeigen. Alles klar. Warte mal, wir wissen nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. 1, 2, Diabetes! Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Claffy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Cop. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatschwichser nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Was zu? Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den es gibt. Fuck, lass uns abdampfen. Na gut, Captain Diabetes. Endstation. Gib mir meinen Kackschlüssel. So lasse ich sie niemals ans Steuer. Dann stirb. Auf ein neues Random Arsch. Ziehen wir hier nochmal in den Arsch. Von daher letzter. Das hat doch keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Halt schön da raus, du kleiner Penner. Na, bevor ihr seinen Move macht, können wir jetzt die Phase überspringen. Das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Ich fühle keinen Schmerz. Hau sie weg, Neuer! Oh shit, das hat sicher wehgetan. Sekunde, Nachricht von Sharon. Ich kann nichts schreiben. Wieso kann ich nichts schreiben? Warum sind meine Daumen so groß? Hey Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten. Ich kämpfe gerade. Kacke-Emoji. Wir haben die Macht des Rotweins wohl unterschätzt. Aha, geile Moves. Gefällt Classy. Willkommen in Coontown. Wir müssen dringend zu den anonymen Alkoholikern. Du
schaffst das! Oh shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Warte, warte, ich bin auch Diabetiker, also bitte hau mich nicht. Captain Diabetes macht keine Ausnahme für Schurken mit Diabetes. Es ist Kreiszeit. Heilung! Wurde aber auch Zeit. Fuck, die ist ziemlich angepisst. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Sekunde, Sekunde. Komm, bald nach Hause. Suche meinen scheiß Schlüssel. Herzchen, Herzchen, XO. Ich bin immer noch voll geladen. Ihr dreht voll am Rad. Mein Schlüssel. Hau diese Bitches richtig wund. Sau das nicht, Blödsack! Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken! Okay, ich nehme Taxi. Ha! Captain Diabetes duldet keinen Alkohol am Steuer! Du hast gewonnen. Okay, ist ja gut, Mann. Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener- und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise. Oh, shit. Ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohlescheffeln labert. Weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist, über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten, dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yakiababa oder so bezahlt Sechsklässler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße, man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen, der gehört in den Knast. Und wo landen die Katzen? Ich sag's euch, aber erst wenn ihr mir Polizeischutz oder so'n Scheiß gebt, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Eric Cartman, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mom, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Cartman. Und wer ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. Nee, ist klar, jetzt haut ihr auf die Kacke. Und jetzt die Nachrichten, die sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Guten Morgen, South Park! Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Zwerg im Bikini. Tom, ich stehe vorm Bucca de Fagoncini, wo der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verstörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert es, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis aus Daredevil der Punisher wird? Ha? Drei Staffeln? Drei Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick?
Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Danke, Zwerg. Und die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das lässt uns ganz schön scheiße aussehen. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Dieses Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, als gäb's keinen Morgen. Ihr Italiener sollt das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest. Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit. Dass wir den Leuten das Produkt in die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Ja, nee, klar, Alter. Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Sechstklässlern. Mann, habe ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Verdiente Units. Ja, nein. Mein Name ist Verwandlung. Gehen wir uns in Beyblade. Alter, das wird nicht kotzen, das ist ein Wunder. Wie soll das gehen? Das war dumm. Scheiße, das frag ich mich auch gerade. Ich hab keine Ahnung. Naja, meine Lieben, ich würde sagen, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Geht auf meinem YouTube-Kanal Gameplay for Life. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.